Ein 20-jähriger Oberpfälzer, der mit der sogenannten Feuerkrieg-Division Massenmord propagiert und Anschläge vorbereitet. Wir kennen Fälle, dass diese Radikalisierungsverläufe nur wenige Monate gedauert haben, von Personen, die bisher nicht als Extremisten bekannt waren, bis hin zu einer klar rechtsextremistischen Gesinnung. Eine Heilpraktikerin aus Franken, der wegen der Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat der Prozess gemacht wird. Ja, ich hatte schon Angst, nicht, dass da irgendwo da die Bomben losgehen. Man weiß ja nicht, was die Frau erfährt oder irgendwer Messer vielleicht, weiß man ja nicht. Es war ja wahrscheinlich schon kurz vor knapp. 10 Jahre nach Bekanntwerden der NSU-Mordserie ist die extreme Rechte radikaler denn je. Gerade in rechtsextremen Netzwerken taucht Endsieg auf, Endkampf auf. Wir sehen ab 2015 auch eine Bewaffnung der Szene. Wir sind im Nürnberger Land. Mehr als 1000 Jahre alt ist Markt Schneitach, ein traditionsreicher Ort. Heute ein beliebter Wohnort für Pendler ins 30 Autominuten entfernte Nürnberg. Viele junge Familien leben hier. Immer mehr ziehen hinzu, zur Freude des Bürgermeisters. Frank Pitterlein von der CSU, ehemaliger Berufssoldat. Vor 2 Jahren ist er wiedergewählt worden mit gut 76%. Ein anpackender Bürgermeister, der offen auf seine Mitbürger zugeht. Natürlich sind wir Franken. Der Franke ist jetzt kommunikativ nicht der Weltmeister. Aber auch da merken wir, dass die offene Vorbildhaftigkeit, die wir aus dem Rathaus leben, auch sich auf die Menschen überträgt. Und gerade bei vielen Herausforderungen, die mit Kompromissen und auch mit Anerkennen Probleme anderer Menschen zu tun hat, haben wir da schon, glaube ich, eine sehr offene Bevölkerung und auch eine sehr hilfsbereite Bevölkerung. Umso überraschender dann vor 2 Jahren ein Vorfall, der für Bürgermeister Pitterlein alles ins Wanken bringt. Ende Januar 2020 überreicht ihm seine Frau beim Mittagessen einen verdächtigen Brief. Die Adresse mit Schablonenbuchstaben geschrieben. Innen eine scharfe Patrone und ein Beileidschreiben mit Fragezeichen bei seinem Sterbedatum. Dazu die Worte Juden- und Ausländerfreund. Eine klare Morddrohung. Ich glaube, der erste Gedanke war, wird es eine Veränderung meiner Position geben können? Und wird es eine Veränderung meiner Familie in der Haltung zu meiner Position geben können? Und das war auch das Erste, was wir abgesteckt haben. Und das ist auch innerhalb der ersten 5 Minuten erfolgt. Und wir haben sofort gesagt, nein, so nicht. Genau dagegen stemmen wir uns. Es bleibt nicht bei Drohbriefen. Mehrfach erhält die Familie daheim Anrufe, bei der nur Atmen, Schnaufen zu hören ist. Die Polizei ist längst eingeschaltet. Natürlich ist die Familie geschockt, aufgewühlt. Doch darüber möchte Frank Pitterlein nicht sprechen. Eine Bedingung dafür, dass er vor die Kamera geht. Zugleich will er sich nicht verstecken, vielmehr warnen vor der Gefahr, die von solchen Personen ausgeht. Alarmiert durch den Drohbrief fällt Bürgermeister Pitterlein auf der Fahrt zur Arbeit ein größerer schwarzer Geländewagen auf, der ihm folgt. Ich will nicht so sehr ins Detail gehen, was genau alles aufgefallen ist. Denn oft sieht man dann auch plötzlich Gespenster und hat dann plötzlich das Gefühl, man ist nirgends mehr allein oder sonst was. Aber es gab dann schon Beobachtungen, die dazu geholfen haben, dass eine Aufklärung vielleicht etwas schneller gegangen ist. Wie sich später herausstellt, hatte die Schreiberin auch benachbarte Polizeiinspektionen ausgespäht, weitere Drohbriefe verschickt. An die türkisch-islamische Gemeinde in Röthenbach, an das jüdische Museum in Schneitach. Sein Engagement für die Aufarbeitung der jüdischen Vergangenheit in Markt Schneitach und die Bereitschaft, auf dem Höhepunkt der Flüchtlingskrise eine Unterkunft zu genehmigen, rücken Bürgermeister Frank Pitterlein ins Visier der Rechtsextremistin. Ich glaube,
So eine richtige Erklärung findet man nicht dafür. Ich glaube, solche Menschen haben ein krankhaftes Verständnis ihrer Position zur Demokratie. Und ich glaube, dann ist die Suche nach jemandem, den man damit treffen kann, auch mit irrationalen Motiven vielleicht erfolgt. Dank der Hinweise von Bürgermeister Peterlein und eigener Ermittlungen kommen die Behörden der Täterin immer näher. Und es zeigen sich erste Linien auf. Denn ein ähnlicher Drohbrief ist dem Landrat der Region schon im Dezember 2019 zugestellt worden. Spannender wurde die ganze Geschichte, als wir dann später nochmal über die Polizei, über den Staatsschutz nochmal erneut vernommen worden sind. Eben aus dem Hintergrund, weil das Verfahren eine Ebene höher gegangen ist zur Bundesanwaltschaft, zur Generalbundesanwaltschaft. Und dann also rausgekommen ist, dass hier auch eventuell Anschläge mit im Raum standen. Was sich überdeutlich bei der Festnahme der Drohbriefschreiberin zeigt, die zunächst abgetaucht war, nachdem sie wohl bemerkt hatte, dass man ihr auf den Fersen war. In diesem Hotel nahm sie sich ein Zimmer, nur 30 Kilometer von ihrem Wohnort entfernt. Als die Hotelangestellten im Nachhinein erfuhren, wer sich da bei ihnen einquartiert hatte, kam Unwohlsein auf. Ja, ich hatte schon Angst, nicht, dass da irgendwo da die Bomben losgeht. Man weiß ja nicht, was die Frau erfährt oder irgendwie ein Messer, vielleicht weiß man ja nicht. Ja, dass die dann vielleicht auf uns losgeht, keine Ahnung. Also es macht schon ein bisschen hier im Kopf ein Gedanken, ne? Wir haben es halt schon auch im Zimmer ein wenig schon gemerkt, dass es eigentlich alles komisch ist. Die Sachen waren in der Tüten drin, Koffern, Taschen und Badezeug, ne? Alles war halt noch rumgestanden. Es war schon irgendwie vorbereitet, dass sie, als wenn die wieder gehen möchte. Auf dem Parkplatz des Hotels greifen Spezialkräfte der Polizei dann zu. Im Oktober 2020. In ihrem schwarzen Geländewagen finden sie eine schusssichere Weste, einen Waffengürtel mit Schlagring, Springmesser und Kugelschleuder sowie diverse Materialien zur Herstellung von Sprengstoff bis hin zu Zündschnüren. Materialien, wie sie in einem Handbuch zur Herstellung von Autobomben beschrieben werden. Ein Handbuch, das bei einer Durchsuchung in ihrem Wohnhaus gefunden wird. Die Außenstelle des Oberlandesgerichts München am Rand des Gefängnisses Stadelheim. In einem unterirdischen Hochsicherheitssaal wird der gefassten Susanne Gemeinhardt-Seitz der Prozess gemacht. Tatvorwurf: Vorbereitung einer schweren staatsgefährdenden Gewalttat. Hauptankläger ist die Bundesanwaltschaft. Daneben klagen als Opfer der Landrat vom Nürnberger Land und der Bürgermeister von Marktschneidach. Wer ist diese Susanne Gemeinhardt-Seitz, die in München in Haft sitzt? Ihr Zuhause, eine kleine Landgemeinde östlich von Nürnberg. Ein beschauliches Wohngebiet, Einzel- und Mehrparteienhäuser. Man weiß, wer nebenan wohnt. Eine Nachbarin hat Susanne Gemeinhardt-Seitz bei der Ausbildung zur Heilpraktikerin geholfen. Also, wie ich sie kennengelernt habe, ich würde sagen, mit dem Kinderwagen als gute Mutter. Ich habe da gar nichts. Und die zwei Kinder kenne ich ja auch. Ne? Auf dem benachbarten Sportplatz hat sie ehrenamtlich die Fußballer physiotherapeutisch betreut. Wir wollen wissen, wie man sie hier erlebt hat. Hallo, schönen guten Tag. Wir sind vom Bayerischen Fernsehen. Wir kommen wegen Susanne Seitz-Gemeinhardt. Haben Sie das mitbekommen, dass da irgendwie... Ja, ich habe da schon irgendwie was mitbekommen, dass die irgendwie, dass da irgendwas, keine Ahnung, und ja. Und welche Rolle hat die hier im Verein gespielt? Kann man das irgendwie festmachen? Ja, ich weiß nicht genau. Die hat sich halt um die Spieler gekümmert, anscheinend. Ich weiß leider nicht genau. Ich bin jetzt auch erst seit knapp 3 Jahren hier. Bei verschiedenen Sportvereinen rund um Leinburg hat Susanne Gemeinhardt-Seitz als Physiotherapeutin gearbeitet, auch wenn dies schon einige Jahre her ist. Sie war offensichtlich bestens integriert. Und wohl kaum einer hat wahrgenommen oder wollte wahrnehmen, in welch zwielichtiger Szene sie sich sonst engagierte und radikalisierte.
Also die hat ein Hakenkreuz-Tattoo auf dem Oberschenkel und andere nationalsozialistische Parolen. Sie schlief daheim unter einer riesigen Hakenkreuzfahne. Sie hatte die Führerweinflaschen in der Küche aufgereiht. Sie hatte ein antisemitisches Buch der Wehrmacht, der Jude als Weltparasit daheim. Sie las Adolf Hitler Mein Kampf. Sie beschaffte sich die zentralen Werke der rechtsterroristischen Szene, wie in The Turner Diaries. Sie hatte das Buch Die Autobombe beschafft. Also wir sehen auf der einen Seite eine ganz, ganz klar typisch nationalsozialistische Ausrichtung mit vielen NS-Devotionalien daheim und auf der anderen Seite eben die Ausrichtung an einem ultraradikalen Teil der Szene. Robert Andreasch ist einer der besten Kenner des rechtsextremen Milieus in Bayern. Seit Jahren beobachtet und dokumentiert er deren Aktivitäten und Strukturen. Susanne Gemeinhardt-Seitz ist er immer wieder begegnet, hat ihr Auftreten in der Szene festgehalten, begleitet nun auch ihren Prozess. Es wurde im Prozess darauf eingegangen, wie gut sie im Netz der deutschen Naziszene eingebunden ist, welch intensivste Beziehungen sie insbesondere zu Mitgliedern aus dem NSU-Netzwerk wie André Imminger oder Ralf Wohleben unterhält. Dann wurde detailliert nachgewiesen, welch enge Einbindung sie beim Dritten Weg hat, dass sie Mitgliedsbeiträge von 2015 bis März 2020 gezahlt hat, dass sie dort Ordnerinnenfunktionen übernommen hat, dass sie für die bundesweite Gefangenenhilfe bundesweit Veranstaltungen betreut und Infotische gemacht hat. Also, dass sie engstens eingebunden ist ins zentrale deutsche Neonazi-Netzwerk. Eine Mutter von zwei Kindern, die als Heilpraktikerin arbeitet, sich in den Sportvereinen der Umgebung engagiert. Das passt so gar nicht zum gängigen Bild eines Neonazis. Ich weiß nicht, ich begreife das einfach nicht. Das geht mir nicht in den Kopf rein, so was machen. Matthias Quent ist Gründungsdirektor des Instituts für Demokratie und Zivilgesellschaft in Jena. In diesem Jahr wurde er als Professor für Soziologie an die Hochschule Magdeburg-Stendal berufen. Er beobachtet seit Längerem, wie sich die rechtsextremen Täter verändern. In den vergangenen Jahren ist zum Beispiel ein Deutsch-Iraner, ein Bundeswehrsoldat, ein Finanzbeamter, eine Rentnerin zu Tätern mit tödlichen Folgen in einer rechten Ideologie geworden. Das zeigt, wie ausdifferenziert hier das potenzielle Täterspektrum ist und dass es nicht mehr reduzierbar ist auf das Klischeebild des jugendlichen Skinheads. Das macht es so schwierig, hier Tätertypen zu identifizieren und auch vorher schon festzunageln, weil das eben kein Terror ist, der von einer gesellschaftlichen Minderheit kommt, sondern dass ein Terror ist, der eine Radikalisierung der Mitte verkörpert und ausübt und damit auch immer eine gesellschaftliche Dimension hat. Was auch auf die Heilpraktikerin zutrifft, die bereits seit vielen Jahren eingebunden ist in eine neonazistische Szene, sich dort klar positioniert hat. Offen demonstrieren dies beim Prozessauftakt gegen Susanne Gemeinhardt-Seitz Aktivisten der rechtsextremen Parteiszene. Noch ist unklar, ob sie Mitwisser, sogar Unterstützer hatte, die ihr bei den Anschlagsplänen, bei der Beschaffung der explosiven Materialien geholfen haben. Die Szene wächst und es ist immer schwerer zu unterscheiden, wer bloß mitläuft und wer zur Tat schreitet. Professor Andreas Zick leitet das Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung an der Universität Bielefeld. Der Sozialpsychologe erforscht seit Jahrzehnten den Rechtsextremismus. Es gibt so Radikalisierungsmodelle, die sagen, wir müssen es wie ein Haus vorstellen. Und wie in dem Haus ist Radikalisierung wie ein Treppenhaus. Man geht über Stufen auf die erste Etage und auf der ersten Etage kommt die Ideologie. Und da sitzen dann auf der Etage lauter Expertinnen und Experten aus dem extremistischen Milieus, die beschaffen die Ideologie, die checken, bin ich ideologisch gut geschult. Das passiert in Netzwerken, das passiert auf Konzerten, das passiert bei Veranstaltungen. Und die checken auch ab, bin ich für die Ideologie gut oder gehe ich eine Stufe weiter. Und auf der nächsten Stufe kommen dann weitere Radikalisierungen, bis auf die letzte Stufe, wo wir die Soldaten, die Kämpfer haben, also die in den Krieg ziehen und dann morden. Schon das Beispiel Bayern zeigt, wie breit die neonazistische Szene aufgestellt und verbunden ist. Über Kameradschaften,
Parteien und Amtsträgern in der kommunalen wie Landespolitik bis hinein in Protestbewegungen wie die Identitären, die Reichsbürger oder die Querdenker. Neben der NPD tritt besonders die Neonazi-Partei Der Dritte Weg in Erscheinung. Mit klarer Rückrichtung und Verehrung der nationalsozialistischen Terrorherrschaft und gleichzeitigem Angriff auf die heutige Demokratie. Mit populistischen Aktionen wie sogenannten Bürgerwehren versuchen sie, verunsicherte Bürger für sich zu gewinnen und die staatlichen Institutionen zu verunglimpfen. Hinzu kommt seit einigen Jahren die ständig wachsende Zahl der Rechtsextremen, die sich im Netz radikalisieren. Wir hatten eigentlich früher vornehmlich Personen im rechtsextremistischen Bereich, die im parteilichen Bereich waren, die im Rahmen sich von Kameradschaften bewegt haben, die ideologisch gefestigt waren und ein ideologisch reines rechtes Weltbild hatten. Das hat sich verändert. Wir erleben jetzt sehr viele Täter im rechtsextremistischen Bereich, die Ideologiefragmente nur aufgenommen haben. Hat natürlich zu tun mit den Spezifika der sozialen Netzwerke, dass wir keine geschlossene Szene mehr haben, sondern sehr viele Einzelpersonen, die sich radikalisiert haben. Doch auch diese Einzelpersonen suchen Anschluss an Gruppen, die im Internet für sich werben. Viele von ihnen arbeiten im Untergrund. Combat 18 oder Blood and Honor. Sie verschicken Mordaufrufe, schmuggeln Waffen und Munition nach Deutschland, planen Terroranschläge. So wie die Gruppe S, laut Bundesanwaltschaft gegründet von einem Augsburger. 10 Neonazis wurden verhaftet. Der Prozess läuft derzeit. Diese Gruppen im Netz sind so strukturiert, dass es in der Regel eine Kerngruppe gibt, die durch besondere Radikalität sich auszeichnet, die sich dann irgendwann auch realweltlich trifft und möglicherweise Anschlagspläne schmiedet. Darum herum bewegen sich andere Gruppen, die der Rekrutierung dieser Kerngruppe dienen. Gelöst wird es durch Hierarchieverhältnisse, sodass nicht jeder Einblick in die Kerngruppe bekommt. Einer der wichtigsten Akteure der rechtsextremen Szene in Franken in den vergangenen Jahren ist der Nürnberger Neonazi Rainer Biller. Kurz nach der Selbstenttarnung der NSU-Terroristen hat er deren Taten verherrlicht. Bei Facebook veröffentlicht er Fotos vom Döner-Imbiss eines Nürnberger NSU-Opfers und kommentiert dies mit "Tod dem Döner, es lebe die Nürnberger Bratwurst" und "Wenn wir Glück haben, verschwinden erst die Dönerbuden und dann der Rest von der Mischpoke." Biller wird deswegen wegen Volksverhetzung verurteilt. Rüdiger Löster engagiert sich seit seiner Jugend als Antifaschist. Der ehemalige Geschäftsführer der SPD Nürnberg und Mittelfranken beobachtet den Neonazi Biller seit Jahren, ist auch des Öfteren mit ihm zusammengestoßen. Er hat ja eine ziemliche Karriere gemacht in der rechten Szene. Er war bei der NPD, er war bei der Bürgerinitiative Ausländerstopp, dann Freies Netz Süd. Als das dann verboten wurde, war er dann bei der Partei Die Rechte, wo er viele Demonstrationen und Kundgebungen hier in Nürnberg organisiert hat. Vor einigen Jahren ist er anscheinend auch daraus und ist jetzt Reichsbürger. Vor allem im multikulturell geprägten Nürnberger Stadtteil Langwasser hat Rainer Biller immer wieder versucht, Fuß zu fassen. Ja, hier war 2012 der Versuch des Freien Netz Süd, ein nationales Zentrum aufzubauen. Die hatten dazu den Keller hier angemietet. Und einer der führenden Leute, die das damals mit organisiert haben, die das vorangetrieben haben, das war der Rainer Biller, der damals im Freien Netz Süd sehr aktiv war. Und da sollten Veranstaltungsräume rein, sollten Schulungen stattfinden. Das alles ging nicht aus baurechtlichen Gründen, hat die Stadt gesagt. Und damit war das ziemlich schnell vom Tisch. Für Russisch Sprechende. Nachdem dieser Versuch gescheitert ist, taucht Rainer Biller mit anderen Neonazis 2016 auf einer Bürgerversammlung in Langwasser auf. Diskutiert wird die Situation von Flüchtlingen im Stadtteil. Biller provoziert einen Eklat. Das wollen Sie ganz bewusst nicht beantworten, um die Leute zu verarschen, zu belügen und um Tatsachen zu verschleiern. Das war eine Scheinveranstaltung. Doch, das ist eine Tatsache. Die Wahrheit zu verschleiern, genau wie es die Lügenpresse macht.
In der Öffentlichkeit sieht man ihn nur noch selten. Aber in sozialen Netzwerken hat er Gewaltaufrufe gegen den demokratischen Staat veröffentlicht. Seit Beginn der Coronavirus-Pandemie 2020 taucht er wieder stärker auf, im Umfeld der sogenannten Querdenker-Szene. Auf der Straße, aber auch in Chatgruppen, erneut als Einheizer. Um herauszufinden, ob tatsächlich der Neonazi Rainer Biller diese Kommentare geschrieben hat, verabreden wir uns unter Pseudonym mit ihm bei einer Querdenker-Demonstration im Januar 2021 in Nürnberg. Biller kommt zum vereinbarten Treffpunkt. Damit ist klar, es ist sein Account. Ein paar Monate später wollen wir ihn zur Rede stellen, Biller mit seinen Aktivitäten konfrontieren. Wir finden ihn an einem geheimen Wohnort. Biller willigt zu einem Gespräch ein, sagt uns ein Interview zu. Angeblich sei er ausgestiegen. Er habe sich aus der nationalen Szene komplett zurückgezogen, so seine Worte. Zum verabredeten Gespräch vor der Kamera kommt es nicht mehr. Stattdessen erreicht uns eine Unterlassungsaufforderung seines Anwalts. Wir dürfen Biller nicht mehr kontaktieren. Biller habe seit dem Jahr 2012 nichts mehr mit der rechten Szene zu tun, heißt es in dem Schreiben. Unsere Recherchen zeichnen ein anderes Bild von Rainer Biller. Auch nach 2012 hat er sich als führender Aktivist in der rechtsextremen Szene hervorgetan. Der Präsident des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz bestätigt unsere Recherchen. Er gehört sicher zu den Personen, die ein gewisses Gewaltpotenzial haben, die auch, sage ich jetzt mal, hier von großer Relevanz in der rechtsextremistischen Szene ist. Zur Beobachtung dieser Person kann ich leider öffentlich nichts sagen. Rainer Biller belässt es nicht bei seinen rein virtuellen Aktivitäten. Wie viele deutsche Neonazis ist er ins benachbarte Tschechien gefahren und hat sich dort im Schießen geübt. Diese Videos hat er selbst ins Netz gestellt und entsprechend kommentiert. Mit Sicherheit kein friedlicher Umsturz. Also das zeigt ja das Gerede vom Tag X, an dem man die Macht ergreifen muss. Das zeigt seine Affinität zu Waffen, sein Aufruf ans deutsche Volk, sich zu bewaffnen. Also diese ganzen Sachen zeigen, dass er eigentlich nicht von einer friedlichen Vorstellung ausgeht, um seine Ideologie umzusetzen, um seine Vorstellung von einer anderen Gesellschaftsordnung umzusetzen, von einem Staat. Ohne Parteien, ohne Parlament, ohne Demokratie. Rainer Biller, Susanne Gemeinhardt-Seitz, zwei Neonazis der älteren Garde, die sich zeigen bei Demonstrationen, Aufmärschen, Versammlungen, eingebunden sind in rechtsextreme Gruppierungen und Parteien. Doch die rechtsextreme Szene wandelt sich massiv. Sie wächst und ist immer schwerer zu greifen. Dies zeigt der Fall Fabian Dietlinger. Im Dezember 2020 kommt der Staatsschutzsenat zusammen, um das Urteil über einen damals 23-Jährigen aus Cham in der Oberpfalz zu sprechen. Fabian Dietlinger ist Mitglied der sogenannten Feuerkrieg-Division. Unter diesem Namen vernetzen sich junge Neonazis, vorwiegend aus Europa und den Vereinigten Staaten. Ihr Austausch läuft über verschlüsselte Messenger-Dienste. Sie halten sich nicht mit NS-Nostalgie auf, sie wollen neuen Terror verbreiten. Die als Lösung eben nicht mehr den politischen Kampf, sondern den Kampf über Terrorismus prägt. Und dabei ist ihr Ziel, dass die Gesellschaft ja nicht mehr zu retten wäre, sondern man probiert, möglichst viel Schaden, möglichst viel Terror, möglichst viel Unruhe anzurichten, um irgendwie einen Bürgerkrieg zu starten, um das derzeitige System zu stürzen und daraus dann eine neue faschistische Gesellschaft aufzubauen. Der Berliner Rechtsterrorismus-Experte Miro Dittrich befasst sich seit langem intensiv mit der Feuerkrieg-Division und wertet ihre Chats aus.
Wir sehen einen Misch aus Text und Bildern. Die Bilder sind immer sehr düster. Es geht um Gewaltverherrlichungen. Sie teilen Plakate, die sie irgendwo geklebt haben. Dort werden irgendwie Materialien geteilt, wie man Bomben herstellt. Es werden PDFs von rechtsextremen Büchern hochgeladen, wo irgendwie erklärt wird, wie man am besten so einen Guerillakrieg startet. Und natürlich geht es auch viel irgendwie um die Verherrlichung von rechtsextremen Terroristen, was also um so einen Heldenstatus für andere zu erreichen. So feiert die Feuerkrieg-Division beispielsweise den Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke, der 2019 von einem Neonazi auf seiner Terrasse regelrecht hingerichtet wurde. Ja, hier wurde der rechtsextreme Mord glorifizierend genutzt mit der Aufforderung, dass man doch Mitglied werden soll von dem deutschen Teil von Feuerkrieg-Division. Fabian Dietlinger wurde Mitglied, begeistert sich für eine rechtsterroristische Gruppe, die von einem Jugendlichen aus Island gesteuert wird und vorwiegend in den USA operiert. Es ist wie ein Wetteifern ums Töten. Brutale Massenmörder wie Anders Breivik in Norwegen oder der Christchurch-Attentäter in Neuseeland werden im Netz gefeiert. Der Anschlag in Christchurch war wiederum selber eine Art Blaupause für Nachahmungstäter, unter anderem für den Attentäter in Halle, der dort zwei Menschen getötet hat, aber auch für andere Täter, die versucht haben, Anschläge zu begehen, die sich von dem Attentat, von diesem Massenmord in Christchurch motiviert, legitimiert und auch bemächtigt sahen, solche Anschläge eben auch zu begehen. Völlig unbemerkt, versteckt in seinem beschaulichen Heimatort, nimmt Fabian Dietlinger diese mörderische Gesinnung auf und teilt sie. Ob seine Mutter, seine Schwester, seine Großmutter davon wussten, darüber schweigen sie. Im Prozess wird er als introvertierter Einzelgänger beschrieben, der sich in den Keller zurückgezogen und wenige zwischenmenschliche Kontakte in der realen Welt hatte. Sein Umfeld sei von sozialer Kälte geprägt gewesen. In der Familie und Schule habe er Gewalt erfahren. In seiner Arbeitsstätte soll er Frauen gegenüber ein Messer gezeigt haben. Kolleginnen hätten Angst vor ihm gehabt. Anschluss und Bestätigung findet er übers Netz. Gleichgesinnte, die ihn in seiner Meinung bestärken und ihm das Gefühl vermitteln, sein Frauenhass, seine extremen Ansichten seien normal. Es ist so, dass im Internet die Betreiber ein Interesse haben, dass man möglichst lange auf einer Plattform verweilt, beispielsweise um entsprechende Einnahmen durch Werbung zu rekrutieren. Dies führt dazu, dass Personen, die eine bestimmte politische Ausrichtung haben, diese politische Ausrichtung auch immer wieder angeboten bekommen. Dies führt dazu, dass diese Personen sich in einer Blase bewegen, immer wieder die gleiche Meinung angeboten bekommen, davon ausgehen, dass sozusagen die Realität tatsächlich diese Meinung widerspiegelt und letztlich dann in einer Echokammer sich immer weiter radikalisieren. Im Chat der Feuerkrieg-Division tauscht sich Fabian Dietlinger über Folterfantasien aus. Einen Mann auf einem Foto sehen sie als unmännlich. Dietlinger fragt auf Englisch, soll ich ein paar Seile vorbereiten? Ein anderer Chat-Teilnehmer fordert, den Mann anzuzünden und dann leiden zu lassen. Dietlinger bekräftigt dies mit einem Lachkommentar. Es bleibt nicht bei abstrakten Tötungsfantasien. Nur 30 Kilometer vom Wohnort des jungen Neonazis entfernt treffen wir Jan Nowak, der die rechtsextreme Szene in der Oberpfalz beobachtet und selbst überrascht wurde vom Auftauchen des jungen Neonazitäters. Bevor der Anfang Februar 2020 festgenommen worden ist, hatten wir den nicht am Schirm. Also wir kannten den nicht aus der lokalen Neonazi-Szene. Doch auch der zivilgesellschaftliche Ermittler ist international vernetzt. US-amerikanische Antifaschisten hacken sich in die Chats der Feuerkrieg-Division und verbreiten dabei auch die Postings von Fabian Dietlinger. Darunter ein Foto, das dieser in Cham von zwei dunkelhäutigen Passanten gemacht hat. Das ist dann der Fußgängerüberweg, den man im Chat der Feuerkrieg-Division auch auf einem Bild sieht, das der Fabian D. gepostet hat. Und er das mit dem Kommentar "Kill or not to kill"
kommentiert hat und dann seine Kameraden auch kommentiert haben, ja, yes, of course, kill, also töten. Da hat die regionale Dimension schon immer auch eine Rolle gespielt. Und es hat sich eben gezeigt, dass das nicht nur abstraktes Gerede in irgendwelchen Internetchats ist, sondern dass das eben auch einen konkreten Bezug zur Situation vor Ort hat. Ja. Dass er wirklich Gewalt anwenden, gar töten wollte, das bestreitet Fabian Dietlinger vor Gericht. Doch nur Tötungsfantasien eines jungen Einzelgängers aus der Provinz, der übers Internet Anschluss sucht an die Welt da draußen und sich stärker gibt, als er wirklich ist? Ich würde das Phänomen der Feuerkriegdivision und auch die Rolle von Fabian D. schon sehr ernst nehmen. Also die Feuerkriegdivision, da kommen ganz viele Faktoren zusammen, die so Radikalisierungsprozesse befördert haben. Zum einen hat sich die Gruppe eben selbst als terroristisch verstanden. Fabian D. hat die Gruppe mal charakterisiert im Chat mit sehr harten, wenig missverständlichen Worten, nämlich wir sind diejenigen, die die Pistole rausholt und der jüdischen Schlampe ins Gesicht schießt. Und es bleibt nicht bei martialischen Sprüchen und hasserfüllten Postings. Der junge Heranwachsende besorgt sich Waffen, darunter zwei legale Nachbauten von Sturmgewehren. Eine davon wollte er mit Teilen einer funktionsfähigen Waffe umbauen, hat sich im Chat mit Gesinnungskameraden Tipps geholt, wie er dabei vorgehen müsse. Aber auch bei Familienangehörigen und einem Arbeitskollegen fragt Dietlinger nach, wie man die Nachbauten zu einer scharfen Waffe umbauen könne. Wie Rainer Biller und Susanne Gemeinhardt Seitz ist auch Fabian Dietlinger über die Grenze nach Tschechien gereist und hat dort laut Ermittlungen mit einer Kalaschnikow und einer Uzi-Maschinenpistole geschossen. Das tschechische Grenzgebiet ist seit Maueröffnung ein Anziehungspunkt für deutsche Schnäppchenjäger. Zigaretten, Alkohol, aber auch viele Waren, die unter dem Ladentisch illegal gehandelt werden. Wir begleiten eine tschechische zivile Ermittlerin zu einem der Schießstände. Es ist wie in eine Gaststätte gehen. Alles offen und einladend. Und erstaunlich lax. Die tschechische Ermittlerin hat einen Waffenschein, um sich selbst zu schützen. Aber es fragt keiner danach. Mehrere Waffen stehen zur Auswahl. Sie greift zur Pistole. 9mm Patronen. Ich war sehr überrascht, dass man tatsächlich zum Schießstand gehen kann. Dass man keinen Ausweis vorzeigen muss, dass man sich unter einem Namen einträgt, der auch ein Fake-Name sein kann. Dass man eine Waffe in die Hand bekommt und schießen kann. Ich halte das für sehr gefährlich. Hat Fabian Dietlinger in Tschechien für einen geplanten Terroranschlag trainiert? Zumindest wurde im Chat klar, wofür er eine Waffe benötigte. Im Januar 2020 hat Fabian D. sich intensiv mit Kameraden der Feuerkriegdivision in der Chatgruppe eben über Anschlagsplanungen ausgetauscht. Konkret ging es da um die Ziele. Also was für Ziele könnten denn für einen rechtsterroristischen Anschlag interessant sein? Und ja, Fabian D. hat da deutlich gemacht, dass für ihn Orte der Andacht schlechter Menschen, wie es dann da hieß, geeignete Ziele wären. Und das Gericht ist eben zur Einschätzung gekommen, dass damit Synagogen, Moscheen oder ähnliche Einrichtungen gemeint gewesen sind. Im Dezember 2020 wird Fabian Dietlinger daher zu 2 Jahren Haft verurteilt für die Vorbereitung einer schweren, staatsgefährdenden Gewalttat, wie bei Susanne Gemeinhardt-Seitz. Der psychiatrische Sachverständige war davon überzeugt, dass der Angeklagte noch gefährlich ist, und zwar dann, wenn er weiterhin in dieser Umgebung bleibt, nämlich in dem Keller vor seinem Computer. Und deswegen hat die Kammer jetzt auch Führungsaufsicht angeordnet. Das bedeutet nämlich, dass man ihm nach seiner Haftentlassung irgendwann führen kann, einen Bewährungshelfer beispielsweise geben kann, ihm auch bestimmte Weisungen erteilen kann. Denn das Ziel muss ja sein, dass der Angeklagte von diesem radikalen Gedankengut, auf das er jetzt hier im Keller sozusagen gestoßen war, auch wieder wegkommt. Robert Andreasch, als erfahrener Beobachter der rechtsextremen Szene in Bayern, ist vom Prozess enttäuscht. Zu wenig sei den Zusammenhängen der geplanten Tat, möglichen Mittätern nachgegangen.
In der Urteilsbegründung wurde ja auch nur auf den Angeklagten eingegangen, dass er eben die Tatbegehung ernst gemeint hat, die er im Chat angedeutet hat. Aber über die Feuerkriegsdivision, über die Gefährlichkeit rechter Netzwerke in der Oberpfalz, über die Ausdehnung und Struktur der Feuerkriegsdivision in Deutschland, in Bayern, haben wir nichts erfahren. Fabian Dietlinger und Susanne Gemeinhardt-Seitz konnten gefasst werden, bevor sie ihre Anschlagspläne umsetzen konnten. Bei Fabian Dietlinger haben wohl ausländische Geheimdienste den entscheidenden Hinweis gegeben. Bei Susanne Gemeinhardt-Seitz Aussagen der Opfer und die beobachtenden Behörden. Zwei klare Erfolge der Ermittler. Wir wollen wissen, wie die staatlichen Verfolger rechtsextremen Tätern auf die Spur kommen, die immer stärker ins Netz ausweichen. Von Seiten der Sicherheitsbehörden erhalten wir nur Absagen, auch vom Generalbundesanwalt. Keiner will uns Einblicke geben. Eine Zusage kommt vom Präsidenten des Bayerischen Landesamtes für Verfassungsschutz. Seine Mitarbeiter beobachten längst nicht mehr nur reale Aktionen und Treffen von Neonazis. Mit Hilfe spezieller Programme durchforsten sie Spieleplattformen, Messenger-Dienste und verschlüsselte Chatforen. Das sind oft einzelne Fragmente von Ideologie. Das sind oft Hassbotschaften gegen bestimmte Bevölkerungsgruppen, gegen Ausländer, gegen Asylbewerber, gegen Juden. Und die werden aufgenommen durch diese Personen und die schreiten dann, weil weitere Faktoren in ihrem Leben dazukommen, dann auch manchmal zur Tat. Die rechtsextremen Anheizer weichen dabei ständig aus, setzen sich immer neue Tarnkappen auf, um ihre Hassposts zu verbreiten, ohne ihre Identität preiszugeben. Wir schauen uns aber auch auf unterschiedlichen Plattformen, die per se nicht extremistisch sind, Einzelpersonen an, die durch extremistische Sachverhalte in Erscheinung treten. Dies kann man dadurch machen, dass man schaut, wie Extremisten sich im Netz bewegen, welche unterschiedlichen Plattformen sie nutzen, welche Reichweiten sie dadurch erzielen. Oder man kann auch schauen, mit welchen Begrifflichkeiten Rechtsextremisten typischerweise in Verbindung zu bringen sind. Eine Sisyphos-Arbeit. Entsprechende Spezialisten nehmen meist besser bezahlte Jobs in der freien Wirtschaft an. Die föderal organisierte Behördenvielfalt verursacht nach wie vor Reibungsverluste. Hinzu kommen rechtliche Hürden wie der Datenschutz. Experten und Antifaschisten verweisen darüber hinaus auf die Folgen einer Politik, die das Phänomen Rechtsextremismus zu lange nicht ernst genug genommen hat. Die deutschen Sicherheitsbehörden haben leider sehr lange verschlafen, den digitalen Raum ernst zu nehmen. Hier wurde nicht gesehen, dass Leute sich hier auf Straftaten vorbereiten, dass sich hier eine internationale Community, eine Subkultur bildet, die Rechtsterroristen verherrlicht, die sich gegenseitig anstachelt, die Anleitungen teilt, die gemeinsam Pläne schmiedet, rechtsterroristische Taten zu begehen. Deshalb haben wir sehr wenig Kompetenzen in den deutschen Sicherheitsbehörden dazu. Wenn wir uns die letzten terroristischen Anschläge in Deutschland anschauen, die zu Todesopfern geführt haben, dann war in den allermeisten Fällen der jeweilige Attentäter nicht Polizei oder Verfassungsschutz bekannt. Und das spricht auch dafür, dass man eben weit davon entfernt ist, das potenzielle Gefährderspektrum umfassend im Blick zu haben. Problematisch ist auch der Einsatz von Spitzeln, sogenannten V-Leuten. Dies hat schon das Aufdecken der NSU-Mordserie nach Ansicht vieler Beobachter verzerrt. Susanne Gemeinhardt-Seitz war offensichtlich ebenfalls von Verfassungsschützern umworben worden. Dies legt eine Selbstbekundung auf den Webseiten der Neonazi-Partei Der Dritte Weg nahe. Sie sei von einem Staatsbeamten des Innenministeriums angesprochen worden, habe abgelehnt und sogar noch ein Foto vom Auto des Beamten mit Münchner Kennzeichen gemacht. Es wird immer schwerer für die staatlichen Verfolger Schritt zu halten mit der sich ständig wandelnden rechtsextremen Szene. Zum einen finden sich Neonazis mittlerweile in allen Schichten und Berufsgruppen. Zum anderen bietet das Internet mit seinen neuen Kommunikationswegen und Plattformen die Werkzeuge dafür, die Szene zu erweitern, über alle Grenzen hinweg und versteckt im digitalen Dschungel des World Wide Web. Doch es gibt noch eine Ursache, die als Grundlage weit schwerer wiegt. Wir leben jetzt in der Zeit 2021, wo wir ja sehen, dass die Idee, die aus dem Rechtsextremismus kommt, Widerstand gegen das System und die da oben, nun auch breite Teile der Bevölkerung mitgenommen hat.
Also die alte Idee des Rechtsextremismus, wir sind nach 2015, nach den Angriffen auf Flüchtlingsunterkünfte, jetzt in eine Phase des Endkampfes gekommen. Und in dieser Phase hat der Rechtsextremismus die Idee des nationalen Widerstandes überführt in neue Formen des Widerstandes gegen das System. Da sehen wir jetzt, das hat ja offensichtlich gerade bei den Corona-Protesten viel angesteckt. Dies bestätigen auch andere Wissenschaftler. Rechtsextreme Ideologen wie Täter rücken immer stärker vom Rand in die Mitte der Gesellschaft. Getragen von einer gesellschaftlichen Stimmung, in der Intoleranz, Hetze und Gewalt gegen andere immer offener gezeigt werden können. Befeuert von Politikern wie dem AfD-Rechtsaußen Björn Höcke. Holen wir uns unsere Demokratie, holen wir uns unseren Rechtsstaat, holen wir uns unser Land zurück. Staatliche Institutionen werden in Frage gestellt, ihre Vertreter angepöbelt, angegriffen, selbst wenn es nur um das Tragen von Schutzmasken geht. Eine Stimmungsmache, die in der Flüchtlingskrise bereits einen Höhepunkt fand, mit entsprechenden Folgen. Wir hatten 2015 diese massiven Angriffe auf Unterkünfte von Geflüchteten. Wir hatten zwischen 2015 und 2020 nur behördlich gezählte, politisch rechtsmotivierte Straftaten 250.000. An einem Sommertag im Juli 2021 kommen die Anwälte der Opfer sowie Vertreter der Bundesanwaltschaft und die Verteidiger erneut zum unterirdischen Gerichtssaal. Das Urteil im Terrorprozess: 6 Jahre Gefängnis für Susanne Gemeinhardt-Seitz. Noch nicht rechtskräftig, die Angeklagte hat Revision eingereicht, bleibt aber in Haft. Die Anwälte der Nebenklage hatten auf ein härteres Urteil gehofft. Vielem ist aus ihrer Sicht im Prozess nicht nachgegangen worden. Dass aus diesem Netzwerk heraus meines Erachtens auch Anhaltspunkte dafür bestehen, dass es eben Mitwisser und Unterstützer und Mitorganisatoren gab, das bleibt jedenfalls bestehen. Dieses Gefühl, dass das ein blinder Fleck dieses Verfahrens ist, da nicht näher nachgebohrt zu haben, auch dieses Gefühl bleibt bei mir bestehen und bleibt auch bei meinem Mandanten bestehen. Sein Mandant Frank Peterlein hat für sich klar entschieden, er wird sich weiter gegen extremistische und demokratiegefährdende Strömungen stellen. Und das wünscht sich der Bürgermeister von Schneidach auch von seinen Mitbürgern. Ich glaube, manche Menschen müssten aktiver noch ein bisschen was machen. Die breite Mitte ist ein wenig zu leise für meinen Geschmack. Und die breite Mitte steht hinter den Werten. Die möchte auch diese Werte nicht hergeben. Aber sie hat noch nicht gelernt, dass man vielleicht als, früher haben wir gesagt, wehrhafte Demokratie, vielleicht da auch ein bisschen mehr dafür tun muss.